Hallo und guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Megional, den Nachrichten hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute ist Dienstag, der 29. Mai und wir starten in die heutige Ausgabe mit einem sagenhaften Event vom vergangenen Samstag. Tobias Körner hat sich dazu mal auf seinen Drahtesel geschwungen. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer diesjährigen Radtour in Kienheide. Wir, das sind die Wintersportler von Kienheide, der Lars und der Nils. Der Lars hat die Strecke rausgesucht, der Nils wird das Tempo vorgeben und ich fahre sie mittendrin. Wir fahren heute mal nicht etwas Grenzbares, sondern wir fahren heute Richtung Marienberg ins Tal der Roten Buckau, zum ältesten Naturschutzgebiet von Sachsen, auf dem Russenschießplatz, rein nach Bobersau, Blauer Stein, wie es auf dem Prospektstein hoch zum Katzenstein. Wir werden immer was erzählen, wie es bei uns so üblich ist. Wer das erste Mal hier ist, dann müssen wir sagen, das ist kein Radrennen. Wir nehmen uns nur richtig Zeit heute. Ihr wollt ja viel besser fahren und man will die Natur genießen, wenn ihr hier hochfahrt. Und es riecht manchmal so angenehm wie französisches Parfüm. Das haben wir nicht ausgekippt, weil heute Radtour ist. Das sind unsere Bergwiesen. Genießt das mal, die sind gerade in voller Pracht. Wir werden uns dann noch mal unterhalten, wie wir hoch zum Katzenstein fahren. Wir haben da drei Möglichkeiten. Die E-Biker, die schicken wir vorne weg. Und die Cracks, die können sich hochquälen. Und die Alten, die schieben. So um 12 herum werden wir den Rast einnehmen, oben oberhalb von Bobersau, mit einem wunderschönen Blick auf Marienberg. Und ich denke so, zwischen 1 und 2 sind wir wieder hier. Sollte irgendwas sein, bitte an mich wenden, an Lars oder an Nils. Oder irgendwie kommt das an, wenn was kaputt ist. Der Andreas fährt mit seinen Möppel hier nachher. Der tut die, wenn was kaputt geht oder so, dass wir es mal aufladen können. Also es ist nicht hier zum Reinsetzen und mit dem Berg hochfahren, das hat man nicht geplant. Nur im Ernstfall. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir steigen jetzt auf und fahren los und wünschen uns einen schönen Tag. Seid vorsichtig, dass nichts passiert. Unterhaltet euch mal mit dem Nachbar. Und wir werden uns heute einen schönen Tag machen. Bei uns in Kienheide, in unserer Natur. Vielen Dank und geht dann gleich weiter. Ich fahre vorne weg, der Nils mit. In der Nähe des Dorfes Kienheide breitet sich ein Stück sumpfiges Land aus, welches in der Gegend unter dem Namen Türkenheide bekannt ist. Dieses sumpfige Land soll seinen Namen von einem Regiment Türken haben, welches hier, als es ins Gebirge dringen wollte, versunken ist. In der Karwoche, in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, soll sich dort blaue Flämmchen sehen lassen und türkische Musik und Pferdegetrappel zu hören sein. Wir können eigentlich noch mal eine Runde fahren. War weh. Bis noch hoher Schalke. Fahren wir noch mal eine Runde und die anderen. Wir lesen uns auf und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Jahr wiederkommt. Nächstes Jahr fahren wir wieder ins Böhmische, ins Niemandsland. Und danke für eure Organisation.
Wir geben ein Stück unser Bestes. Deutlich höher motorisiert und mit historischem Flair war man am vergangenen Sonntag in Zschopau auf Tour. Nicole Fugmann-Müller hat die Bilder dazu. Am 27. Mai fand in Zschopau die mittlerweile 19. Auflage der Klassik statt. Diese Motorsportveranstaltung wird als Gleichmäßigkeitsfahrt mit historischen Rennfahrzeugen im ADMV Classic Cup ausgetragen. Dabei geht es, wie der Name schon sagt, nicht primär um die höchste Geschwindigkeit. Der Sound und das Flair an der Strecke stehen einem klassischen Rennen aber in nichts nach. Und machen das Event so auch für die Zuschauer zu einem besonderen Erlebnis, bei dem auch ein Kontakt zu den Fahrern möglich ist. Die Organisation liegt seit 9 Jahren in den Händen von Gerd Wagler vom MSC Schwartenberg. Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf der Veranstaltung bisher? Also bis jetzt läuft alles perfekt. Wir haben eine hohe Teilnehmerzahl. Es ist trotzdem bis jetzt alles unfallfrei verlaufen und wir liegen auch im Zeitplan. Hohe Teilnehmerzahl. Was ist denn immer so eure Standardzahl? Wie viele Teilnehmer habt ihr immer? Also die letzten 2 Jahre sind es rund 300. Angefangen vor 9 Jahren haben wir mal mit 60, wo die Veranstaltung wieder losging. Also die Veranstaltung erfreut sich doch hoher Beachtung. Es sind auch Starter aus dem In- und Ausland da, Schweizer Starter sind da, aus dem tschechischen Nachbarland sind Starter da. Was wird so gefahren? Was bringen die Teilnehmer mit? Also es wird hier die gesamte Breite des Rennsports abgedeckt. Des Klassik-Rennsports sind auch ein paar neuere dabei. Also vom Prinzip her geht das los mit Vorkriegsmaschinen, mit Nachkriegsmaschinen. Es sind die ersten MZ-Werksmaschinen dabei. Es sind Werksrennmaschinen von MZ Baujahr 76 dabei. Und natürlich alle anderen Marken von Ducati über Benelli. Verschiedene Hubrahmenklassen von 125 bis über 1000 und natürlich die Gespanntklassen und dann auch die Automobile. Formelwagen zum Beispiel, sehr große Starterzahl, Teilnehmerzahl haben wir da. Also ist schon klasse, ist schon beeindruckend. Eure Strecke die gleiche wie letztes Jahr oder habt ihr was verändert? Die Strecke ist die gleiche bis letztes Jahr. Sie ist 2,5 Kilometer lang. Es gibt schwierige Strecken, aber sie ist dafür sehr sicher. Und die Fahrer nehmen es gerne an und das Ambiente stimmt. Ambiente, das ist das richtige Stichwort. Der enge Kontakt mit den Fahrern hier im Fahrerlager, ist das das, was euch auch wichtig ist? Ja, das ist uns wichtig. Also es soll den Fahrern Spaß machen, wie auch uns als Veranstaltern. Und das ist hier der Fall. Gutes Beispiel, der Sound stimmt. Das ist das besondere Flair an der Strecke. So kann man das sagen, ja. Das besondere Flair ist der Sound. Motorsport in verschiedenen Kategorien. Also man bekommt die gesamte Bandbreite zu sehen und das ist wirklich klasse. Ihr habt ja hier auch eine ganze Menge Helfer am Start, nicht nur von eurem Verein. Die Veranstaltung wird organisiert von Leuten der Interessengemeinschaft Klassik Rennsport Zschopau und natürlich den Mitgliedern des MSC Schwartenberg, der Veranstalter und ist und auch die Fortleitung innehat. Von historischen Gefährten nun zu einem historischen Akt. Die Satzunger können sich über ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr freuen. Günter Langer, wo genau steht es denn? Dort, wo die einstige Grundschule des Ortes stand, wo zwischenzeitlich Vereine ihr Domizil hatten, entstand nach Abriss im Jahre 2016 dieses schmucke Gerätehaus mit 3 Stellplätzen für die Technik der Wehr. Nach einjähriger Bauzeit war es nun geschafft. Das alte Gebäude hatte ausgedient und die Tore haben sich für immer geschlossen. Am Freitag, 25. Mai 2018, wurde nun gefeiert. Es ist der erste Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Marienberg mit seinen 14 Ortsfeuerwehren. Für unsere Ortsteilfeuerwehrsatzung bessere Verhältnisse zu schaffen, beschäftigt uns schon lange Zeit. Die Verhältnisse im alten Gerätehaus waren beengt und entsprachen natürlich nicht den gesetzlichen Anforderungen. Dennoch führten alle Kameraden die erforderlichen Dienste durch und waren immer in Einsatzbereitschaft, um die verschiedensten Schadenslagen abzuarbeiten. Ja, wer sich mit Neubaukosten von Feuerwehrgerätehäusern beschäftigt,
weiß, dass wir hier noch lange kein Schloss gebaut haben, sondern mehr einen sparsamen Zweckbau. Wir haben die gesamte Fahrzeugtechnik gut untergebracht und die erforderlichen Funktionsräume in einer Größenordnung bemessen, dass wir zum einen den Forderungen der DIN nachkommen und die Feuerwehr angemessene Bedingungen zur Durchführung der Dienst- und Einsatzstunden vorfinden. Ein besonderer Tag war für uns alle der 16. Mai, Grundsteinlegung am neuen Standort. Dabei begrüßten wir unseren Oberbürgermeister Herrn Heinrich, Herrn Pfarrer Freier, Stadträte und Vertreter der bauausführenden Firmen, Vertreter der Projektpartner aus Most, Sebastiansberg, Kalleck sowie unserer ortsansässigen Kindergarten. Und heute ist es nun soweit. Voller Stolz und riesiger Freude dürfen wir unser neues Gerätehaus offiziell übernehmen. Ich möchte mich nun auch im Namen meiner Kameradinnen und Kameraden ganz herzlich dafür bedanken. Die Maßnahme wurde zügig und in guter Qualität unter Beteiligung örtlich ansässiger Handwerksbetriebe umgesetzt. Ein jeder konnte sich vor Ort und im Internet vom schnellen Fortschritt der Bauarbeiten überzeugen. Selbst während der Straßenbaumaßnahmen im vorigen Jahr wurde kontinuierlich am Objekt weitergearbeitet. Die Zusammenarbeit mit den Bauherren, den Baufirmen und der Feuerwehr war immer eine sehr angenehme und konstruktive. Die Kameraden haben sich in die Gestaltung des Objektes immer sehr engagiert eingebracht und selbst konstruktive Vorschläge gemacht. Ich habe euch was mitgebracht, eine kleine Urkunde, die die Wände bei euch im Gerätehaus mitfüllen soll. Ich habe versucht, das anzupassen jetzt an die neue Datenschutzgrundverordnung. Sollte noch was drauf sein, was dem nicht entspricht, streicht es bitte durch. Ein bisschen beneide ich ja heute die Menschen mit Demenz, auch wenn es vielleicht ein bisschen, ja, das sind wahrscheinlich die Menschen, die Datenschutzgrundverordnung richtig leben können. Ich wünsche euch für die Zukunft immer viel Gesundheit und Gott mir gesund und munter von deinen Einsätzen wieder zurück. Grüße auch von der unmittelbaren Nachbarschaft, aber auch von den Wehren aus dem Nachbarland und von der Jugendfeuerwehr. Einem Rundgang durchs Haus wurden noch einmal einige Details den Gästen und Besuchern vorgestellt. Viele Fragen wurden beantwortet von den stolzen neuen Inhabern des Feuerwehrgerätehauses in Satzung. Und sicherlich werden auch einige sich an die Anfänge der Wehr mit dem damaligen Fahrzeug erinnern. Und natürlich auch an das alte Gerätehaus. Und im Übrigen, in Satzung wurde 3 Tage lang gefeiert. Wir wünschen gut Wehr. Die ausführlichen Berichte zur sagenhaften Radtour, den Topau Classics und natürlich zum Feuerwehrgerätehaus in Satzung sehen Sie dann am kommenden Samstag im MEF-Wochenrückblick und das eine ganze Woche lang. Und damit ein Blick in die Polizeiberichte. Seifen, Motorrad gestohlen. Zwischen vergangenem Mittwoch und Montag gegen 11.30 Uhr haben Unbekannte ein Grundstück in der Straße Wettinhöhe heimgesucht. Die Diebe gelangten gewaltsam in ein Gebäude und stahlen daraus ein Motorrad der Marke MZ. Weiterhin brachen die Täter 2 Bungalows auf dem Grundstück auf. Aus den Bungalows haben sie nach einem ersten Überblick nichts gestohlen. Das Motorrad hat einen Wert von ca. 1.500 Euro. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Sonnencreme steht derzeit sehr hoch im Kurs und ist bei längerem Aufenthalt im Freien auch notwendig, denn die Haut vergisst bekanntlich nie. Jetzt aber zum Wetter, liebe Zuschauer. Heute Abend können noch gelegentliche Restschauer oder Restgewitter bei uns im Sendegebiet rumgeistern. In den Nachtstunden zeigt sich der Himmel dann leicht bewölkt oder sogar klar. Das Niederschlagsrisiko beträgt 25% und es gibt eine sogenannte Tropennacht hier bei uns im Erzgebirge. Außerdem haben wir ja noch Vollmond. Also wer die Zeit hat, der kann etwas länger draußen bleiben. Die Temperaturen sind dafür nämlich recht einladend. In Olbernhau an der Flöha zeigen die Thermometer 16 bis 18 Grad an. In Marienberg am Goldkinstein gibt es Werte zwischen 15 und 18 Grad. Und die MZ-Städter in Zschopau bekommen die Höchstwerte von 16 bis 19 Grad. Der Wind lässt es ruhig angehen. Er weht leicht mit um die 8 km pro Stunde aus Südosten.
Morgen am Mittwoch legt der Sommer erstmal eine Verschnaufpause ein. Der Himmel ist am Vormittag schon bewölkt mit etwas Sonne. In den Mittagsstunden quellen dann immer mehr Wolken auf und es kommt dann zu Regen. Das Niederschlagsrisiko beträgt 80%. Auch Gewitter sind dann möglich. Gegen Abend beruhigt sich das Ganze wieder und der Himmel zeigt sich leicht bewölkt. Und so geht es dann auch in die Nacht hinein. Die Sonne, liebe Zuschauer, erkämpft sich im Tagesverlauf immerhin bis zu 5 Arbeitsstunden. Tja, und die Temperaturen erreichen leider nicht mehr das Niveau der Vortage. So werden in Deutschneudorf oben an der Grenze zu Böhmen 14 bis 19 Grad. In Poppersaar am Katzenstein klettert das Quecksilber immerhin noch auf 15 bis 21 Grad. Und in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, gibt es Werte zwischen 17 bis 23 Grad. Der Wind weht leicht mit um die 9 Kilometer pro Stunde aus Süden. Ja, und hier ist nun unser Ausblick auf die weiteren Tage. Am Donnerstag bietet sich ein ähnliches Bild. Wolkig ist der Himmel und auch Regen und Gewitter gehören zum Tagesprogramm. Aber auch die Sonne steuert ihren Teil bei. Bei 20 bis 25 Grad geht es mit den Temperaturen schon wieder leicht bergauf und der Wind weht dabei leicht aus Südosten. Der Freitag beschert uns auch Gewitter und Regen bei einem bedeckten Himmel mit wenig Sonne. 18 bis 22 Grad zeigen die Thermometer bei einem leichten Wind aus Nordwesten. Ja, ob sich der Sommer dann am kommenden Wochenende zurückmeldet, das versuchen wir morgen zu klären. Und damit gebe ich zurück zu dir ins Regionalstudio, Nancy. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Nachrichtenausgabe angekommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder pünktlich einschalten. Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und einen guten Start in den Mittwoch.